Nee, ich möchte aber schon einen guten Steuersatz haben, ne? So, einmal die rekrutieren. Ne, wir marschieren direkt. Doch, wir müssen mal zurück kurz. Aber am besten nicht nach Segesta. Und hier rekrutieren wir mal. Ach nee, keine Bauern. Schickt mir lieber Stadtwachen von hier. Ah, wir haben Astati rekrutiert. Puh, drei Truppen, zwei bleiben hier, drei gehen da mit. Zwei bleiben hier, eine geht darüber. Und eine Runde können wir wieder beenden. So, Gallien hat da einen Spion. Einen Agenten. Ups, nicht verrutschen. Ist das mein Agent? Spion bei Mission getötet. Unser Spion wurde bei der Durchführung seiner Mission gefangen genommen und exekutiert. Dies ist der Preis seines Versagens. Wieso wurde er auf meinem Gebiet exekutiert? Auf meinem wohlgemerkt. Nicht auf gegnerischen. Das hätte ich verstehen können. So, Armeen. So, Steuerung M. Stadtwache. Rüber. Ah ja, hier haben wir auch Stadtwachen rekrutiert. Fortbildung. So viele Sachen zum Fortbilden. Hier wird nicht gebaut. Das ändern wir ganz schnell mal, und zwar mit einem Häfchen. So, ganz, ganz schnell geht's hier voran. Gallien dürfte uns in keiner Weise gewachsen sein. Agent entdeckt, Gallien. So, der dürfte exekutiert worden sein. So, 142 Geld. Ho, nicht unbedingt das, aber das ist, kommt halt durch diverse Dinge, ne? Wir sollen Patavium besetzen. Dann werden wir auch Patavium besetzen. So, hier auch nach Segesta. Ne, Moment. Doch, doch, viel sinnvoller. Eine zweite Truppe. Davon. Steuerung M. Bis auf den Stadtverwalter nehme ich mir mal die Truppen alle mit. Ne, noch nicht, noch nicht. Wir warten erst noch eine Runde. Ach, Segesta, da können wir noch was bauen. Kaserne, keine Stadtwachen kann ich hier bauen. Ich baue erstmal Händler, weil Bevölkerungswachstum ist dann natürlich auch hier gesichert. Ein sehr hoher Steuersatz, den können wir jetzt hier mit an den Tag legen. Schnell nochmal eine Runde übersprungen, weil ich meine, wir haben nur drei Provinzen und dann, ja, wäre es ein bisschen sinnlos, da irgendwie Zeit zu verplempeln. So, und jetzt machen wir einen großen Gallienfeldzug. Einmal Rundumschlag. Ein Präventivschlag nenne ich es jetzt mal. Rekrutierung. Hier bleibt noch eine Stadtwache zu Hause. Dann haben wir hier zwei Stadtwachen. Moment, wenn ich die jetzt alle hier rausnehme. Mögen die mich ja noch? Ja, dann mögen die mich noch. So. Hier bauen wir dann ein Fort. Ne, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Wir marschieren da drüber. Im Winter wird das noch komplizierter. Ach, das ist reich, da Pantavium wird. Ah, Britannien greift da Trier an. Rebellen. Ja. Einheitenrekrutierung. Da. Segesta. Da. Bauen wir nochmal eine Kaserne. Ja. Krieg überall. Wir haben Geld gewonnen. Aber wir können Söldner rekrutieren. Aber barbarische Söldner. Die Truppen dahin. Das sind viele. Das sind viele. In Wäldern. Wir haben hier einen Wald. Nee, aber ich glaube, wir hätten lieber einen Vorteil mit meinen Schiffen geschickt.
Das steht hier unten. Ja, und da sind die relativ abgeschnitten. Aber wir gucken jetzt da mal vorbei. Sizilien ist das. Ne, Sizilien ist das da. Keine Ahnung, was das da ist. Oder? Keine Ahnung. Ne, das ist Sizilien. Das da unten ist Sizilien. Moment, ich habe mir gerade was geschenkt. Da ist Karthago. Und da oben, was haben wir hier? Irgendeine Insel. Da ist Palma. Spanien. Unser Reich vegetiert so vor sich hin. Das Gallische Reich ist natürlich riesig. Und das könnte zur kleinen Herausforderung werden. Aber deshalb spielen wir auch Rome Total War und nicht Hasenfuß Total War. Und ich bilde direkt nochmal eine zweite Armee aus. Und zwar eine, die äußerst stark ist. Ich meine, Gallien ist nun mal ein starkes Reich. Oh, quietsch. Gallien ist nun mal groß und da brauchen wir viele Soldaten. Vielleicht. Ne, Moment. Minus 4000, ja, das liegt daran. Ja, warum steht der Senatsposten erhalten, wenn da unten steht, dass ich nicht würdig bin, einen zu kriegen? Auch so eine Frage. Neutrale Seite wirklich angreifen. So. Ach, das müssen wir belagern. Ne, Belagerung abbrechen. Ne, da müssen wir belagern. Oh, das wird kritisch. Oh, das wird kritisch. Krieg. Haus der Julia Gallien. Vor allen Dingen müssen wir, weil wir jetzt hier ja natürlich eine größere Mühe hier ranziehen, nenne ich es jetzt mal, sind wir natürlich gezwungen, auch dementsprechend ja, jetzt hier zu gewinnen, um die Stadt dort zu kriegen. Ja, die können nicht fliehen, wenn die Stadt verlieren. Moment. Ja, das sind Kriegsbande. Ja, ich denke mal, die Schlacht können wir führen. Es wird eigentlich mal eine große Schlacht mit einer großen Armee. Mein kleines gallisches Dorf, die Spartaner, fragen nicht wie viele, sondern wo. Arges 2 von Sparta. Ja, ist ja so, dass Sparta als eine der härtesten und kriegerischsten der griechischen Nationen bezeichnet wird. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die Spartaner als Kinder ganz nackig, ja, in dem Winter rumgelaufen sind, weil sie eben halt Härte trainiert haben und was nicht alles. Film 300 kennt bestimmt jeder. 300 Spartaner für einen sensationellen Kampf. Oh, das Wetter hier ist exzellent. Aber wir haben ja gelernt, dass sie einen Vorteil im Waldkampf haben. Vielleicht bauen wir uns also direkt erstmal nicht im Wald auf, sondern unseren General schon mal zur einen Seite, zweiter General zur zweiten Seite. So. Hastati, zweite Reihe. Triara, erste Reihe. Hastati. Keine Marschkolonnenformation. So. So. Ich denke mal so. Barbarischen Söldner können wir, denke ich, mit auch direkt in die erste Reihe stellen. Sind eben halt nur Barbaren. Und noch davor stelle ich dann meine coolen Bogenschützen und weiter. So, barbarische Söldner sind natürlich barbarisch. Der Feind hat mehr Männer zu sich gerufen. Natürlich, der Nachteil ist jetzt, dass hier eine Armee von da kommt und die andere von da. Aber wenn ich mir mal... Moment, wir pausieren mal kurz. Um eben halt ein bisschen Reaktionszeit zu haben. Hier kommen also seine komischen anderen Truppen reingelaufen.
Eine Kavallerietruppe und zwei Speer, was auch immer, Truppen. So, hier hinten haben wir jetzt den größeren Teil der Armee. Barbarische Kavallerie. Die Kriegsbanden. Unmenge an Kriegsbanden und den Kriegsherren. Oh. Wehe uns. Denk mal an unsere Formation. Direkt umformieren. Und euch beiden halt auch schon mal ausrichten. Ihr passt halt hier auf die Flanke auf. So wie es aussieht, hat der Gegner keine Kavallerie. Triarer noch da, außen natürlich die Barbaren weiter. Ja, die machen jetzt erstmal ihren Schlachtruf. Können wir auch. Jetzt kommen die nämlich angepusht. Wir ziehen uns direkt erst noch mal ein Stück zurück. Moment, wir geben erstmal die ersten Salven ab. Ziehen die Felites aber schon mal auf die Flanke zurück. Bogenschützen sind sowieso viel effektiver hier. Das sind aber keine besonders guten Bogenschützen, wie es aussieht. Die Distanz würde ja sogar Blinder mehr treffen als die. Hier geht dann mal bitte hier zur anderen Flanke. Astati. Jetzt kommen die ganzen Speere angeflogen. So, die gehen jetzt hier auch mal in den Nahkampf und dann dürfen wir die gallische Truppe da relativ starken Schaden zufügen. So, bewerft die erstmal da mit euren Speeren. So, ihr beiden auf die da. Ja, das war klar, dass sie da fliehen. Aber jetzt kommt der entscheidende Kampf und zwar auf der Flanke. So, die da hinten noch mal fixieren. Kampf hier unten ist definitiv das, sollte gewonnen sein. Da haben wir den barbarischen Kriegsherrn, den wir da jetzt noch mal in die Flanke preschen mit unserer Felitis. Können jetzt natürlich noch mal zurückkehren. Oh. Oh. Wenn das nicht böse ausgeht. So, wir haben jetzt noch den Rest unserer Einheiten, die wir dann noch in den Kampf schicken können.
Und natürlich Philites. Erstmal nur dafür sorgen, dass wir da bündeln können. Die wollen uns auch da bündeln. Lauf, 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 lauf. Einheit flüchtet. Ja, unser General ist geflohen. Super. So sollte sich kein Römer verhalten. Diese Schmach wird ewig an ihm haften. Euer General läuft davon. So, den haben wir erstmal gezeigt, wo der Haken hängt. Da, 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 da. Barbarische Söldner sind geflohen. Ja, okay, die haben wir auch ziemlich gewastet. Die sind auch verloren im Osten. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. So, unsere Männer haben jetzt den Feind zum größten Teil zum Fliehen gebracht, sage ich jetzt mal. Aber so ein fokussierter Angriff hier, so eine Armee, die hält auch keiner stand, dem hält auch keine Armee stand. Auch so eine Kriegsbande, nicht? So eine gallische Kriegsbande. Problem ist halt jetzt, dass sich immer mehr deren Truppen wieder sammeln. Und meinen Truppen jetzt hier in die Flanke fallen wollen. So, das kann jetzt hier zum Fight des Jahres kommen. Das kann jetzt, das hier wird jetzt der entscheidende Kampf werden. Wenn wir den gewinnen, dann sind auch die restlichen Truppen natürlich demoralisiert. Das sieht ganz natürlich danach aus. Wir können jetzt hier den Gegner natürlich super einkreisen. Wir müssen jetzt aber darauf achten, dass wir jetzt hier nicht zu sehr Moment, da kommt von hinten noch der barbarische Kriegsherr reingeritten. Ne, ihr treibt die mal hier weiter. Da, die da. Guck mal, da kommt schon wieder einer zurück. Feindliche Generaltod. General wurde getötet. Und nun lernen seine Männer das Fürsten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Ja, Sieg, klarer Sieg. Wir können jetzt natürlich entscheiden, ob wir das weitermachen. Die feindlichen Einheiten fliehen jetzt alle. Nehmen wir auch mal das hier. Führen wir auch mal fort hier. Jagen die mal ein bisschen. Lauf die mal da zu Tode. Je mehr wir von denen noch abfangen können, desto besser ist das natürlich. Und unser Pulk ist natürlich immens. Guck mal, die können wir da abfangen an der Seite. Die werden jetzt auch nicht mehr kämpfen, sondern eben halt nur noch weglaufen. Hier, die können wir bündeln. Einfach nur noch niedermachen. Für einen kurzen Moment sah es halt wirklich danach aus, als wenn ich hier vielleicht verlieren würde oder so, aber das war ja dann doch nicht der Fall. Ganz sicher haben wir dann hier dann doch. Logothorix, getötet. Es sind dann zwar drei unserer Einheiten geflohen, römische Bogenschützen und unser General, was natürlich ein Schmach an sich ist. Die Einheit da hinten haben wir vernichten können. Guck mal, die können dann nochmal den da reinlaufen. Gehen wir wenigstens den da auch nicht nochmal pfeffern unter Hintern. Pfeffern unter Hintern. Na los, lauft. Vernichten wir da nochmal die Überreste einer völlig panisch fliehenden Armee. Sag los. Wie viel Mann haben wir denn hier übersehen? Zu viele. Definitiv, das waren zu viele, die da weggekommen sind. Diese Hetzjagd hier hätte man definitiv effektiver gestalten können. Aber. Hauptsache ist ja mal, wir haben das hier locker nach Hause gewonnen, gebracht. Jetzt die nächsten Schlachten wären natürlich hart ohne General. Die hier fliehen auch, da jetzt
Und ohne Kavallerie ist es natürlich auch schwer, eine feindliche Armee einzufangen. So, auch dies geflohen und dann ist die Schlacht vorbei. Verborgen. Rom verlangt vom Feldherrn Sieg und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. Ja, klarer Sieg würde ich ja jetzt unbedingt nicht sagen. Ja, doch, sagen die uns, aber wir haben knapp, ja doch, knapp 300 Mann dann doch verloren. Dafür sind die dann eben halt doch sehr stark dezimiert worden. Also doch, war dann doch klarer, als ich gedacht hätte. Nur die Tapferen erfreut ein edler und glorreicher Tod. So, ich muss ja mal auf Toilette und dann beende ich für kurze Zeit mal die Aufnahme. Hier haben wir wieder römische Standarte im Hintergrund, eine römische Armee. Ja, Rom war siegreich. Ja, die Stadt wird weiterhin belagert. Da hinten haben wir die Armee weggeschlagen. Was will man eigentlich mehr? Eigentlich, ich muss jetzt mal kurz auf Klo. Ich beende so lange kurz die Aufnahme. Vibius Julius. Ja, super, Leute. Heroischer Tod. Leider tot, der Junge. Dort. Dort wie eine Maus. Wenn du draufgetreten bist. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt mal kurz auf Toilette und dann komme ich sofort wieder. Bis gleich.